Ein wunderschönen guten Tag. Genau. Ja, zur ersten Tutorial. Also Tutorial in dem Sinne, ich erkläre euch, wie man Höfe baut. Ich erkläre euch, wie man diverse Sachen macht. Und ich erkläre euch, ja, Tricks zum Bauen und so weiter. Viele Leute hatten sich gestern im Stream gewünscht, dass ich die kleine Farm oder unsere kleine Farm nachbaue im Baumenü. Ja. Dann machen wir das mal, ne? Also grundsätzlich, gleich mal vorweg, ihr müsst hier oben das Land kaufen. Das machen wir jetzt. Zack, unsers. Schon ist das unsers im Besitz. Nochmal für die, die es jetzt ein bisschen schwer nicht gesehen haben. Ihr startet das Spiel hier. Und müsst das hier oben kaufen. Wir haben zwar jetzt nicht so eine wirkliche Slots-Ersparnis auf der Konsole, das heißt, man hat ja genug Slots, aber wenn ihr jetzt unbedingt noch sparen wollt, könnt ihr diese Gebäude hier verkaufen. Also das Land müsst ihr kaufen, diese Gebäude könnt ihr kaufen. Und hier am Fluss, einmal außenrum, sind so kleine Übergänge, die kann man auch verkaufen. Dann könnt ihr das Land wieder verkaufen. Sonst steht da immer wieder, Land nicht zu verkaufen, ist noch Deko drauf. Am Fluss sind hier jeweils ein Übergang, noch ein Übergang und hier ist noch ein Übergang. Die werden nicht symbolisiert angezeigt, aber ihr könnt mit euren kleinen Punkten, die ihr ja vorne habt, draufgehen und dann auch verkaufen gehen. Das geht vom Baumenü raus, diese Funktion. Wenn jetzt einer sagt, ja, kriege ich nicht hin oder so, dann das einfach nicht kaufen. Dann lasst es stehen, wir haben ja genug Slots, so ist es ja noch nicht. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Wenn einer sagt, was ist das Gelbe? Das Gelbe ist dieses Maislabyrinth. Ja, ist einfach ein witziger Gag. Von Giants fand ich ganz lustig und die Idylle hier hinten ist schon recht schick. So, ich habe als Fahrzeug, was ihr haben müsst, ist dieser Fendt-Trigger, der kleine, also der Schmalspur, Forstmaschine und Gewicht. Bekommt ihr, zeige ich euch. Trigger, bei Kleinträger, das ist der hier. Bei Forsttechnik steht da Forstmaschine, da geht ihr darauf. Da braucht ihr die von Priet, die S. F900. Warum? Weil sie in der Höhe verstellbar ist und sie ist schmal genug. Und das Gewicht nehme ich immer vorne ran. Das müsst ihr nicht unbedingt haben, das Gewicht, aber ich mache es daran, damit der Träger einfach stabiler ist. Dafür nehme ich das 600er Gewicht. Mehr braucht ihr nicht. Das müsst ihr natürlich hier hochfahren. Ich habe es natürlich schon hochgefahren, ne? Wir wollen das Video nicht zu lang machen. Was ihr aber auch noch braucht, ist eine Kettensäge. Warum? Und das zeige ich euch jetzt. Ich nehme jetzt einfach die Stihl, die kaufe ich. Die kriegt ihr mit Steuerkreuz nach vorne aktiviert. Für die Konsolenspieler, für Controller auf dem PC genau das gleiche. Und zwar, die Bäume müssen weg. Dann macht ihr die natürlich weg. Wenn ihr die sagt, ja toll, wie soll ich die da rauskriegen? Einfach reinschneiden hier überall. Dann verschwinden die Äste und wenn sie nicht verschwinden, wie gesagt, ein bisschen bücken den Körper. Zack, weg ist er. Hex, Hex. Ja, die hauen dann halt ab die Äste und so kriegt ihr die natürlich weg. Ich mache das jetzt mit euch natürlich. Ja, ging ja recht flott. Hier sind natürlich überall Büsche, das ist unwichtig. Diesen Baum kriegt ihr leider nicht weg. Ich mach das mal aus.
Diesen Baum kriegt ihr leider nicht weg, ist aber nicht so schlimm. Den in der Mitte habt ihr wegbekommen. Hier ist ja noch so ein Teil, was ihr einsammeln müsst. Das könnt ihr natürlich dann einsammeln. Und die Büsche sind weg. So, jetzt habt ihr ja den Stumpen hier. Zeige ich euch. Deswegen der Fendt, weil den kriegt ihr natürlich da durch die Tür geprügelt, weil er halt schmal genug ist. Ja, weg ist er. Wenn ihr sagt, ja toll, jetzt habe ich den. Den Baum hier müssen wir natürlich auch entfernen, weil der wagt ins Gebäude rein. Aber es ist auch nur der nur noch. Kriegen wir das hin? Er connectet nicht. Doch, da connectet er. Ja, ich versuche mich zu beeilen. So, geht hier in die Hocke. Dann connectet er den ein bisschen besser. Wenn ihr es natürlich realistisch haben wollt, könnt ihr den Baum natürlich auch verkaufen. So, jetzt haben wir natürlich hier diesen hohen Ast. Ich gucke, ob ich ihn noch ein bisschen kleiner kriege. Ja. So, jetzt sind wir wieder entfernt. Hoppala. Normalerweise habe ich den Baum auch noch entfernt, aber ah, er stört mich jetzt nicht wirklich. So, jetzt geht ihr ins Baumenü. Na, ich bin falsch. Zack, nein, da wollen wir nicht hin. Ins Bauen wollen wir rein. Landschaftsbau. So, nun ist es aber so, dass ihr da jetzt rein müsst. Ne? Ich mache hier mal mit der Maus. Und dann solltet ihr auf Malen gehen, dann habt ihr den Kies. So, drinnen macht ihr das natürlich auf größer. Müsst die Kamera mal ein bisschen runterfahren, ne, bei euch. So, dann macht ihr das alles weg. Wenn ihr sagt, ja, jetzt geht ja draußen auch was weg, das holt ihr ja nachher wieder. Ich zeige euch das ja alles. So, dann macht ihr das weg, da drinnen, soweit es sichtbar und möglich ist. Man kann das ja sehen, wenn man weiter weggeht. So, dann drehen wir das nochmal ein bisschen. Wenn ihr nicht reinkommt, dann geht zur anderen Seite rüber. So, jetzt gehen wir hier hin. Gucken nochmal, wie sieht es da aus? Ja, das kann man so lassen. Sollte ja auch nicht zu schick werden. So, jetzt macht ihr das wieder klein, macht hier ein bisschen grün an den Seiten hin und macht eure eigenen Pflanzen hin, weil die nachher höher wachsen. Ich mache aber grundsätzlich die gelben noch hin. Weil dann kommt ein bisschen Leben rein, ein bisschen Natur, es sieht einfach ein bisschen schicker aus. Das geht hier auch. Ne? Bisschen mit Schwung. Bisschen aus der Hüfte, wie man so schön sagt, aus dem Handgelenk. Dann haben wir das da schon mal fertig. Und hier haben wir ja den Baum entfernt. Deswegen gehe ich auf Malen, setze hier Kies hin. Komplett. Hier auch. Macht das dann
mit Gras eine Fläche, weil dann ist dieser Busch und die ganzen Kram ist weg. Setzt dann natürlich Pflanzen hin. Auch nochmal gelb. Bisschen rot. Von mir ist auch noch ein anderer Busch, aber ein bisschen außerhalb. So, dann habt ihr das ja drinne. Dann geht ihr auf Gebäude. Nein, tut ihr nicht auf Deko und geht auf Lampen. So, und dann habt ihr ganz hinten die letzte Lampe. Das ist die hier. Ne? Ich mache das mit dem Controller, damit ihr seht, dass es mit Controller auf jeden Fall geht. Setzt ihr von jedem einzelnen Stamm, der da drin ist. Das heißt dahin. Dann dahin. Also Kopf ein bisschen von der Figur bewegen. Zack. Die Lampen sind an sich nicht hell. Ja, ihr seht, ich habe keine Kollision aus oder irgendwas. Die sind an sich nicht mega hell. Wenn einer sagt, das sind aber laternenähnlich, ja, ihr könnt auch diese ganz kleinen dahinstellen, ne? Das sind die drei weiter für 350. Die könnt ihr da auch hinstellen, wenn ihr sagt, ihr wollt keine Laternen. Aber die Laternen machen wenigstens das Licht. Entschuldigung. Was man braucht zum Lampen haben. Also, dass die Halle hell genug ist. Also, ich mag sie gerne. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, die kleinen nehmen. Ich mache die jetzt hin, weil vor den Stämmen, damit sie nicht im Weg sind beim Rangieren. So, das haben wir jetzt erstmal so gemacht. Ja, jetzt könnt ihr natürlich nur mit den Schmalspurfend, den Zandini und es gibt noch den, zeige ich euch, der hier, der passt auch durch die Tür. Den könnt ihr auch mit Frontlader und so ein Schigidöns machen. Ja, Quickie, so. Und 95, der passt auch dadurch, ne? Also passen auch noch andere dadurch, aber ihr müsst euch ein bisschen durchforschen von den schmalen Trägern. Ich weiß nicht, ob der, aber ich glaube, der ist schon zu groß. Die passen da durch die Scheunentor. Aber oder die Scheune an sich gilt aber auch eigentlich nur für die Big Packs Einlagerung. Also dafür benutze ich sie. Big Packs, Paletten, Kleinmaschinen, das heißt kleinen Zedder, Schwadder und so ganz kleine Sachen, die passen auch rein durch dieses Tor hier. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Farmhaus. Ich nehme das hier mal. Und zwar Landschaft, nee, da war ich falsch. Bauen. Achso, da steht das auch. Dussel. Farmhaus. Konsole wie PC macht keinen Unterschied. Wie gesagt, ich habe kleine Farm hier auf Konsole gespielt. Ich habe auch keine Kollision oder irgendwas hier an. Also daher, ne? Alles safe. Ich sehe aber gerade, da sind Büsche. Das heißt, wir gehen auf Landscape, wir gehen auf Malen, wir gehen auf Grün. Die Büsche, ich weiß nicht, ob die nachher weggehen. Deswegen machen wir das so. Ne? Aber das jetzt klein ist, das ist krass, deswegen. So, Gebäude, Farmhaus und rein in die Olga. So, das stellen wir hier hin. Ich stelle das hier hin. Reicht. Dann geht hier so das Land ein bisschen runter. Viele haben gesagt, ja, das ist doch eigentlich doof. Ja, gehst du auf Malen. Also ich habe das so gemacht bei mir. Einmal so. Bis nach vorne durch. Auch hier oben. Hab dann Pflanzen genommen. Und auch hier vorne. Hab dann Kies genommen. Bisschen Schwung reingebracht in den Kies. Ihr müsst nicht alles wegmachen, ne? Ich kann auch ein bisschen Gras stehen bleiben, damit das nicht zu unnatürlich aussieht. Ne? Drehen wir ein bisschen die Kamera. Ne? Damit der Vorgarten so. So könnt ihr das machen. Und dann nehmt ihr nee, Dekoration. Und dann geht ihr, habt ihr ja hier unten die Zäune. Amerikanische Zäune sind weiß und schwer zu erkennen. Ist bekannt für amerikanische Zäune. So, die setzt hier oben an. Nicht in das Loch rein, sondern oben an. Setzt das hier hin. Ich muss mal die Kamera drehen. Ja. Ja, der macht ja halt von innen, also von außen nach innen. So. Dreht das Ganze mal ein bisschen. Ich nehme jetzt mal den kleinen Zaun und guck, wo der ist. Der ist hier. Da machen wir ihn auch schon vorab hin. Und dann setze ich den Zaun an und setze ihn ran, weil sonst wird das nachträglich wieder schwer.
So, jetzt gehen wir mit dem Hof raus, also Richtung Einfahrt. Ich setze mal ganz kurz das große Tor. Das geht nach außen auf, das ist nicht gut. Das muss nach innen aufgehen. Aber sonst habt ihr später Rangierprobleme. So, jetzt peilt ihr den Zaun an, den setzt ihr hier ran. Also er hat Kollision. Ja, das ist natürlich. Ja, wir fahren mal durch den Garten. Es muss schon umzäunt sein, das Ganze hier. Hier hinten ist es so eine Sache, da müsst ihr für euch entscheiden. Ich muss mal kurz die Kamera drehen. Die Bäume sind natürlich Katastrophe hier. Naja, Katastrophe nicht, aber. So, das tun wir an den ersten Pfeiler hier. Zack. Und genauso hier auch. Da geht ihr so weit wie möglich in den Wald rein. Warum? Weil ihr, damit ihr genug Fläche habt, ne? Damit ihr nicht Fläche verschenkt. Wo ist, ja, gut, da haben wir das. Nehmt ihr wieder die große Scheune. Das große Tor, Entschuldigung. Ne, ich will den hier haben. Außen auf. Das ist auch allein schon, wenn ihr da Sachen stehen habt, damit die nicht rübergeschoben werden. So, dicht an der Labyrintha vorbei. Ja, weil ihr könnt das so gesehen wieso nicht nutzen. Also ihr könnt das natürlich wegmachen, aber die Schilder bleiben stehen. Auf dem PC ist das jetzt kein Problem, die Schilder kann man entfernen. Aber auf der Konsole bleibt es da. So, jetzt gehe ich durch den Wald. Warum? Wenn ihr später genug wirtschaftet, genug, dann könnt ihr die Bäume im Wald natürlich absägen und verkaufen. Und dann könnt ihr da einen Kuhstall hinstellen, einen kleinen. Also ihr könnt halt von klein hochwirtschaften, was natürlich das Spiel ungemein steigert. So. So ist jetzt erstmal das Farm drumherum. Warum habe ich hier ein Tor hingemacht? Ganz einfach. Weil ihr erstmal eine Runde malen. Und zwar die dunkle Fläche. Bisschen rüber. Es gibt hier noch irgendwo. Ist das die Fläche? Ja, die hat so Wasser am Rand. Müsst ihr gucken, inwiefern ihr es macht. So, jetzt macht ihr ein bisschen außen grün. Das müssen wir gleich machen. Dann geht ihr auf Tiere. Dann geht ihr auf Bienen, die Holzbienendinger. Ich mache die immer hier hinten hin. Warum? Weil die ziemlich laut sind. Nur mal so zur Info. Und hier ist der Trigger, der entsteht, wo die Tiere auftauchen. So, er sagt, Gegenstand nur einen erlaubt, weil ich habe die Information aus. Also die Sichtfläche davon aus. So, jetzt gehe ich auf Malen. Weiß ja ungefähr, wo das ist. Außenrum. Bisschen so, auch ein bisschen so. Ja, weniger ist mehr. So, jetzt gehen wir auf Pflanzen. Nur das, was grün ist, wird auch gepflanzt. Ich mache auch gerne die Büsche hier mal weg. Ja, aber es ist einfach mehr Sichtfläche entsteht. So, bisschen gelbe Pflanzen. Bisschen die Orangen. Nicht überall. Bisschen nur fürs Auge. Bisschen Chi-Chi, ne? Bisschen Chi-Chi ist immer gut. So, das könnt ihr hier vorne auch noch machen. So, dann habt ihr hier vorne gelb, ihr habt jetzt die Scheune. Ich selber hatte auf der Konsole Hühnerstall genommen. Das heißt, den hier, den könnt ihr bei der Konsole hier vorne hinstellen. Beim PC könnt ihr ihn weiter reinstellen aufgrund Kollisionsfreiheit. Wenn ihr den Mod drin habt, dann habt ihr natürlich, seht ihr automatisch, oh Scheiße, ich habe eine Erhöhung. Habt ihr auf Konsole auch. Dann geht ihr auf diesen bekannten Trigger, den kennt ihr ja, um das Land in der gleichen Höhe anzupassen. Muss auch nicht zu hoch sein und gerade, weil dem jetzt unnatürlich. Ja, es muss ein bisschen verspielt sein. Es soll ja halt natürlich aussehen. So, dann geht ihr auf Pflanzen. Dann könnt ihr hier
das grünen. Könnt auch hier gelb machen. Müsst ihr mal ein bisschen kleiner machen. Ja, wenn ihr ihn kleiner macht, ist die Pflanzenverteilung realistischer, sonst sieht ihr das alles so eckig. Ja. So, dann gehen wir auf Malen. Auch hier ein bisschen nassi. Nassi, 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 nassi. So. Hier könnt ihr Gras lassen, weil sonst sind die Twigger, ne, versteckt. Hier passen wir das ein bisschen mit ein. Soll ja auch ein bisschen dirty bleiben. Vom Look her. Ja, ich mache die Ränder immer überlaufen lassen, damit das natürlicher wirkt. Jetzt habt ihr hier den Trigger für Futter. Da mache ich ein bisschen mehr, damit da kein Gras drin ist, sonst sieht das immer so unnatürlich aus. Dann gehe ich auf Pflanzen, setze sie nur außen ran, dann gehe ich wieder auf Malen, setze hier so einzelne Punkte an. Und dann sieht das schon mal natürlich aus. Das heißt, ihr habt Hühner, ihr habt den Stand für die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge an sich stehen meistens hier außen. Also kleiner Grupper, kleine Saatmaschine und dies und das. Also Shishi halt, ne? Drinnen habt ihr die Sachen gelagert. Beleuchtet ist die Halle auch. Jetzt könnt ihr natürlich dekorationstechnisch gesehen auch draußen Lampen machen. Draußen benutze ich aber immer andere. Und zwar die mit den Doppellampen. Da würden jetzt viele sagen, ja, ist aber ein bisschen deutsch angehauchte Lampen. Ja, aber sie haben natürliches Licht, also gelbes Licht. Finde ich persönlich ein bisschen schöner. Ja, das machen wir vorne Einfahrt auch, weil wir sind ja nachtblind. So, hier und da hin und wieder nicht zu viel, weil wenn ihr zu viel macht, wird es zu hell. Und wenn es zu hell ist, dann sieht das unnatürlich aus. So, ich mache eine im Baum rein. Warum? Weil der Baum denn so ein Schimmerlicht macht. Das sieht optisch ganz schicki aus. Den machen wir da noch hin. Das reicht. Wenn ihr indirektes Licht haben möchtet, zum Beispiel bei den Bienen, dann nehmt ihr hier diese Lütten und die stellt ihr dann halt im Busch rein oder neben Baum. Da ist jetzt natürlich schon was. Aber neben den Büschen, weil dann ist immer so ein kleines Glimmlicht, macht eine ganz schicke Atmosphäre. Ja, und dann habt ihr eigentlich meine kleine Farm. Ziemlich kompakt, ziemlich einfach. Ja, ich muss da vielleicht mal rausgehen. Und wenn ihr reinkommt, sieht das natürlich schon ganz lecker aus. Ihr habt eure kleine Farm mit den Zäunen. Ihr habt den Lagerplatz für Big Packs, Paletten, habt nicht gesehen, und für Kleintraktoren. Hier draußen könnt ihr sonst was hinstellen. Wobei für die Leute, die jetzt sagen, ja, ich muss ja jedes Mal Big Packs hochfahren, das nervt. Nur mal so zur Info, unter Container habt ihr natürlich die Lumas hier. Das ist ein Saatguttank. Kleine Info mal von meiner Person. Die könnt ihr da natürlich hinstellen. Ich zeige euch, wie man das machen kann. Hinstellen, grünen da rumherum, drumherum. So, dann macht ihr ein bisschen Pflanzen. Die Pflanzen können mit auf die Betonplatte. Ja, damit das einfach natürlich aussieht. So, dann habt ihr hier Büsche. Dann habt ihr natürlich auch hier die Lämpchen, die Blümchen meine ich. Die Lämpchen, nee, ist klar. Ne? Dann macht ihr das einmal ein bisschen rum, damit das in ein ist. So, für die Leute, die das nicht kennen, man hat hier an der Seite ja den einen Trigger. Da steht Saatgut kaufen, dann kauft ihr das einmal für 26. Und auf der anderen Seite ist ein Trigger, beziehungsweise ihr könnt mit der Maschine ranfahren. Und wenn ihr es einmal gekauft habt, habt ihr automatisch da drin Saatgut zum Nachfüllen. Bei mir ist aber so das Problem, der geht ja noch von Look, aber die anderen sind zu groß. Und wenn die zu groß sind, ja, dann wirkt das irgendwie komisch. Deswegen mache ich ganz gerne Landwirtschaft mal nochmal. Oh, ein bisschen grün hier. Pflanzen und das war's. Ich mag gerne die Big Packs. Dafür ist ja auch die Halle da, weil die Big Packs könnt ihr halt mit den kleinen Schäferradlader reinfahren. Und könnt hier alles Big Packs lagern. Es ist beleuchtet. Und ihr habt eine kleine Lagerhalle. Draußen stehen grundsätzlich von mir Saatmaschinengruppe. Hab nicht gesehen von Amazon. Meistens. Die kleinen Traktoren stehen hier überall rum. Meistens habe ich hier den Blazer Pickup.
Ja, und dann habt ihr so einen typischen Charme, ne? Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken. Wo haben wir das? Ich habe jetzt natürlich Wetter aus. Wo ist denn hier Wetter? Da. Wir machen einfach mal pausieren. Wir machen ja. Ein Tag, so visuelle Darstellung, März, April, ne? Sieht natürlich schick aus. Muss man einfach sagen, wie es ist. Dann habt ihr, warte mal, Juni, dann haben wir September, dann haben wir Dezember. Und Dezember muss man ja sagen, also es steht jetzt bei oben rechts August, aber Dezember mit den roten Laub und alles, das ist fürs Auge, ist das mega lecker, oder nicht? Also ich finde das richtig schön. Ja, ich wollte euch das Tutorial zeigen, wie man was baut und wie man das macht. Konsole, PC ist identisch. Wie gesagt, ich habe keinen Kollisionsmodus an oder so. Das heißt, ich habe mit Kollision gebaut. Und wie gesagt, mit Controller dauert das natürlich minimal länger. Aber wie gesagt, es ist nur minimal länger. Ja, ich ho hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Von solchen Tutorials kommt auch ein bisschen mehr. Es kommt noch eine US-Farm, es kommt noch die Finca und. Teilweise erklärt, teilweise im Timelapse, also in schnell und diverse Informationen. Ne? Weil viele von euch haben gesagt, Paddy, du brauchst so viel, du brauchst so geile Sachen, mach da mal ein bisschen mehr von. Also machen wir das. Okay, ich bin raus, ich bin euer Paddy. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.